Hallo, ich habe heute meinen versprochenen Jeans-Haul für euch. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt ist er da. Und ja, kurz vorab, bevor jemand auf die Idee kommt, mich für verrückt zu erklären, weil ich so viel Geld für Jeans ausgebe. Ja, das weiß ich, das ist mir bewusst. Aber es ist ja nicht so, als hätte ich diese Jeans alle an einem Tag oder in einem Monat gekauft. Nein, nein. So verrückt bin ich dann auch wieder nicht. Nein. Dann wäre ich... Nein. Ich habe diese ganzen Jeans innerhalb von einem Jahr gekauft. Ich glaube so knapp jeden Monat eine oder jeden zweiten Monat. Ich weiß nicht, wie viele Jeans es sind, aber es sind ein paar. Und die wollte ich euch heute vorstellen oder zeigen und... Ja, was heißt vorstellen? Ich erzähle ein bisschen was dazu. Ich habe auch keine richtige Reihenfolge, deswegen fange ich jetzt einfach mit irgendeiner an. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass ich euch alle Jeans nochmal angezogen zeige, weil sonst, wenn ich die einfach so in die Kamera halte, ergibt das ja irgendwie nicht so viel Sinn. Okay, ich habe jetzt hier ein Modell von Herrlicher, das ist die Moira, müsste es sein. Herrlicher ist eine deutsche Marke, die produzieren in der Türkei oder in Vietnam, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, das ist halt eine ziemlich, ja, was heißt schlicht, das ist eine schwarze Jeans, die halt hinten die Taschen etwas tiefer hat. Die ist auch generell am Bund auch etwas tiefer geschnitten. Heißt, die sitzt relativ hüftig und die hat halt tiefere Taschen, wie gesagt. Hier noch diese Applikationen. Plus ist an den Beinen etwas heller gewaschen. Oh, das ist ein bisschen schwierig. Und hat halt auch über dem Knie noch diese Applikationen. Und ist mir aber zu lang, weil ich Herrlicher Jeans grundsätzlich nur in 32er Länge bin. Ich als Zwerg bin nun eigentlich 30er, wenn ich sogar 28er Länge brauche. Deswegen, ja, muss ich die noch kürzen. Bis dahin krempel ich sie einfach, weil das auch ganz... Also es sieht cool aus eigentlich an sich, wenn man die krempelt. Weil die innen drin halt noch diese leicht rote Naht, also die hat eine rote Naht innen drin. Und das, ja, lässt es dann etwas gewollt aussehen. Und ja, das war, die habe ich mir, glaube ich, letzten Winter gekauft. Ich bin mir unsicher. Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie viel die gekostet hat. Ich glaube, die lag beim, der Originalpreis liegt so bei 109 oder 120. Ich bin mir nicht sicher. Ja, das ist die. Dann ein weiteres Modell von Herrlicher. Das ist die Pitch Slim. Hatte Easy, nein, nicht Easy Blue, sondern Bliss. Heißt die Waschung, glaube ich. Das ist eine schlichte blaue Jeans. Und ich liebe die. Das war meine erste blaue Jeans. Ich weiß auch, mein Chef meinte zu mir, nee, du wirst niemals eine blaue Jeans kaufen. Weil ich immer relativ dunkle Hosen und Jeans getragen habe. Aber ja, dann habe ich mir doch diese hier gekauft. Und die ist auch sehr hüftig geschnitten. Aber was das Coole an der ist, die hat halt diese tiefen Taschen. Und die lassen den Po halt schön rund aussehen. Und die pushen den etwas hoch. Und ja, das hat mich, glaube ich, somit am meisten überzeugt. Die sitzt auch echt schön, ist zwar leider auch wieder eine 32er Länge, aber egal. Ja, die Taschen haben mich eigentlich am meisten überzeugt. Das sind eigentlich auch so die, ist auch das Markenzeichen von Herrlicher, glaube ich. Und ja, die liegt bei 120 Euro. Müsste. Oder? Müsste. Dann habe ich hier ein super schlichtes Modell von LTB. Das Modell heißt, glaube ich, Tanja. Das ist eine ganz normale schwarze Skinny Jeans, die am Bund aber etwas höher geschnitten ist. Ich will nicht sagen high-waisted, aber schon so bis zum Bauchnabel ein Stückchen höher. Ist auch schon high-waisted. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nämlich eine Jeans, die bis ganz unter die Brust geht. Und die würde ich high-waisted nennen. Und die, ja, die ist schon etwas höher an der Hüfte, aber auch nicht jetzt, ne? Ja, aber das mag ich auch ganz gern mal. Die Taschen liegen hier etwas weiter oben. Viel weiter oben im Vergleich zu Herrlicher. Aber die kann man eigentlich immer tragen. Vor allem die ist super bequem. Die hat super viel Stretch, wie man sieht. Ich glaube 2-3% Elastan sind das. Und ja, die ist aber eigentlich so eine Hose, wie eigentlich jeder gebrauchen kann. So eine schlichte schwarze Jeans. Und die liegt, glaube ich, preislich bei 60 Euro. 60 oder 70. So, hier habe ich, glaube ich, meine zweite Jeans, die ich dort gekauft habe. Das ist eine Replay. Das ist eine von den Hyperflex-Modellen. Die hat hier diese drei Reißverschluss-Applikationen. Und Hyperflex bedeutet halt, dass die 5% Elastan enthalten. Und halt super stretchy ist. Die trägt sich wie eine Leggings und war aber anfangs dunkelgrau. Jetzt ist die mittlerweile ziemlich ausgewaschen, obwohl ich sie immer auf links gewaschen habe.
ohne Weichspüler, ohne Trockner. Ich habe keine Ahnung, wieso die so ausgewaschen ist. Schon irgendwie ein bisschen traurig, aber naja. Die hat am Knie diese Applikation leicht, hinten auch so eine Naht. Aber sonst ist sie eigentlich relativ schlicht gehalten. Und hinten halt solche Taschen. Ja, die betont den Po komischerweise auch. Nicht komischerweise, aber die betont den auch so sehr. Ja, schau mal, beruhig dich. Die betont den auch, dass sie hat leider eine Einheitslänge, ist mir wieder zu lang. Was willst du machen? Die müsste ich eigentlich auch kürzen, aber ich finde, bei der fällt das nicht ganz so sehr auf, weil die super eng ist am Bein. Und ja, was wollte ich noch zu der sagen? Ja, wie gesagt, die trägt sich wie eine Leggings, ist super bequem, aber ja, halt nicht ganz günstig. Die liegt original, glaube ich, bei 150 Euro. So, eine weitere herrliche habe ich hier. Das ist aber auch die letzte vorerst, weil ich mir nächsten Monat wahrscheinlich eine neue kaufen werde. Höchstwahrscheinlich. Das ist dasselbe Modell wie meine andere blaue Jeans. Auch die Pitch Slim, aber in Cool Breeze, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall hat die halt ein richtig helles Blau. Perfekt für den Sommer eigentlich. Hat halt so leicht diesen Destroyed Look an den Beinen. Und ist halt genauso geschnitten wie die anderen, nur dass die halt etwas leichter ist vom Stoff. Die ist nicht so fest wie die anderen Jeans. Und ja, die trage ich auch etwas lockerer am Bein. Weil, ich weiß nicht, so früh im Frühling, Sommer finde ich das so ein bisschen bequemer, wenn es halt nicht ganz so eng ist am Bein. Und es sieht halt auch eigentlich ganz cool aus mit einer weißen Bluse oben, einem schönen Gürtel und halt der Jeans dazu. Und ja, die ist eigentlich genauso geschnitten wie die andere und mit den Taschen, ja, die tiefen Taschen. Die haben es mir angetan. Meinen Kolleginnen aber auch. Die eine ist recht nur noch herrlicher, die ist bekloppt, aber es steht ja auch deswegen. Kann man sie nicht verübeln. So, kommen wir zu meiner allerersten Jeans von dort. Die ist auch mittlerweile schon etwas, ja, sieht schon etwas mitgenommen aus, dadurch, dass die ein paar Nieten verloren hat. Das ist eine LTB. Und die lag preislich, glaube ich, bei 80 Euro. Ich bin mir nicht sicher. Die hat halt eine ziemlich coole Waschung. Hat auch leicht diesen Destroyed Look. Ist leider auch wieder eine 32er Länge. Aber naja. Und hat halt am Bund diese Nieten, die bei mir aber schon ziemlich abgefallen sind. Ja, kommt halt durchs Waschen und Tragen. Aber ich finde das nicht so schlimm, weil ich diese Nieten eh nicht so besonders toll fand. Dadurch, dass ich auch meistens vorne rum längere Oberteile trage, fallen diese Nieten auch nicht wirklich auf. Was ich an der aber so schön fand, war die Waschung und einfach, dass die so bequem ist. Weil die hat auch super viel Stretch drin und ja, trägt sich auch total gut. So, kommen wir zur letzten, vorerst letzten Jeans. Das ist eine G-Star. Ja, die hat auch super viel Stretch-Anteil. Bei der fand ich einfach die Waschung total cool. Das ist halt kein Braun, es ist aber auch kein Schwarz, es ist kein Grau. Es ist irgendwie so eine ganz merkwürdige Mischung. Die sitzt am Bund minimal höher. Aber vielleicht kommt mir das auch nur so vor, weil ich sonst immer diese Tiefen von herrlich ertrage. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich aber zu der sagen, die hier habe ich mir letztes Jahr gekauft. Also eigentlich nicht die hier, sondern ich hatte davor eine, also das Modell. Und die musste ich aber umtauschen, weil mir der Reißverschluss kaputt gegangen ist, ein Loch drin war und die Naht an der Seite auch total schlecht verarbeitet war. Also ja, und für den Preis finde ich, dass das nicht in Ordnung ist. Das muss ich aber generell bei G-Star sagen, dass die Qualität super nachgelassen hat. Ich mag das Modell, also ich mag G-Star eigentlich total gerne. Die tragen sich super, sind super leicht zu tragen. Die sind, die quetschen nicht. Natürlich, wenn ihr die falsche Größe habt, dann ja. Aber wenn ihr die richtige Größe habt, dann quetschen die nicht. Die sitzen total angenehm, die sitzen gut, machen eine schöne Figur. Aber die Qualität ist einfach schlecht geworden mittlerweile. Weil damit einfach so viele Fehler mit passieren. Der Stoff wird super dünn. Und dadurch entstehen halt Löcher, leider, auch wenn man sie richtig wäscht. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob ich mir nochmal eine G-Star kaufen werde. Eigentlich, ich mag die Jeans an sich vom Aussehen und vom Tragegefühl total gerne. Allerdings mag ich die Qualität absolut nicht. Weil ich hatte die, glaube ich, 4 Monate oder so und habe die auch nicht jeden Tag getragen, weil ich genügend Jeans habe. Aber ja, trotzdem darf das eigentlich echt nicht passieren, weil bei dem Preis, ich glaube, die liegt bei 130 Euro
Und ja, das ist nicht wenig für eine Jeans. Und ja, nee, bei dem Preis darf das nicht passieren. Deswegen, ja, weiß ich nicht. Bei G-Star würde ich eher zweimal gucken. Und ja, ich habe keine Ahnung, wo meine Kamera aufgehört hat zu filmen. Auf jeden Fall ist sie einfach ausgegangen. Aber ich wollte noch sagen, bevor ihr euch eine G-Star kauft, würde ich es mir doch zweimal überlegen. Weil die sind zwar schön, sitzen auch echt gut, aber die Qualität rechtfertigt halt dann doch nicht den Preis. Bei den anderen würde ich das nicht sagen, obwohl bei meiner Replay, ich weiß nicht, weil die sich so ausgewaschen hat. Das wäre halt das einzige Manko, weil so, die hat sich kaum geweitet. Die hat sich eigentlich gar nicht geweitet, trägt sich immer noch wie eine Leggings, obwohl sie fast ein Jahr alt ist. Und ja, obwohl die Farbe eigentlich immer noch echt schön ist. Ja, gut. Sonst würde ich schon sagen, dass bei meinen Jeans die Qualität doch den Preis irgendwo rechtfertigt. Klar kann ich verstehen, wenn man als Schüler nicht das nötige Kleingeld hat, um sich so eine teure Jeans zu kaufen. Ich ringe da auch immer sehr mit mir. Allerdings, ganz ehrlich, wenn ich in diesem Laden stehe und teilweise Kunden berate und dann diese Jeans an denen sehe oder sie gerade auspacke, da... Ja, ich weiß nicht, fällt es einem schon schwer, sie nicht anzuprobieren. Und wenn man sie anprobiert, sitzen sie auch noch gut. Und dann, ja, wie Frauen so sind. Leider. Naja, egal. Ich kann es aber trotzdem verstehen. Nur, ganz ehrlich, finde ich es schon gut, in eine gute Jeans zu investieren. Weil mit der anständigen Pflege hat man schon ziemlich lange was davon. Ich meine, die sitzen gut, die halten... Eigentlich schon ziemlich lang. Wir geben noch ein Jahr Garantie auf unsere Jeans. Also falls da irgendwas kaputt geht oder so, dann nehmen wir die wieder zurück und tauschen die aus. Aber ja, ich meine, eine günstige H&M Jeans für 20 Euro sitzt, mag zwar schön aussehen, da sage ich gar nichts gegen. Ich habe auch noch ein paar Jeans von Zara im Schrank liegen. Also da ist überhaupt nichts gegen, nur man merkt halt schon den Unterschied. Und ja, wer halt das nötige Kleingeld hat und das da rein investieren möchte, nur zu. Ich habe es ja selber getan. Aber ich kann es halt auch verstehen, wenn man da den Preis nicht einsehen kann. So, das war's mit meinen Jeans, das war's mit mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls euch solche Arten von Videos gefallen, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Ja, ich denke mal, der nächste Haul kommt bald, denke ich. Ja, ich weiß nicht. Mal schauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao.